geschlossene Gesellschaft heute. Der im Kosovo geborene Pharmaingenieur Jaffa führt mit seiner Frau und seinen Kindern ein bürgerliches Leben. Nach und nach beschleicht ihn das Gefühl, dass er an seinem Arbeitsplatz diskriminiert und schikaniert wird. Doch geschieht dies wirklich oder bildet er sich das alles nur ein? Man macht sich lustig über meinen Namen. Wie werde ich schikaniert? Das kann auch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Auf der Berlinale haben wir Regisseur Visa Morina und Hauptdarsteller Michel Maticevic zum Interview getroffen. Vielleicht kannst du ja zum Einstieg erstmal ganz kurz beschreiben, also in welcher Lage sich deine Figur, die du spielst, befindet und was so ja, ein bisschen seine Befindlichkeit ist. Jaffa denkt, dass etwas in seiner Firma, wo er arbeitet als Pharmaingenieur, gerade schief läuft, was seine Person angeht. Er fühlt sich gemobbt von den Kollegen, beziehungsweise vielleicht einem Kollegen. Und fühlt auch seine Arbeit sabotiert. Oder er sieht seine Arbeit sabotiert. Und daraus entspinnt sich langsam eine Krise, in die er mehr und mehr hineingezogen wird. Wie war es für dich als Schauspieler, so eine Figur zu spielen? Spannend. Und was genau daran ist? Vielleicht kannst du vielleicht sagen, was dich wirklich konkret an dieser Rolle besonders gereizt hat. Naja, konkret ist immer so konkret. Das ist einfach ein hervorragend geschriebenes Drehbuch gewesen. Und diese Rolle, dieser Charakter, Jaffa, ist sehr voll gewesen, ja, also als Mensch. Und vor allen Dingen auch sehr ambivalent. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für jeden von uns Schauspielern. Also wenn man, sage ich mal, sich nicht komplett dumm anstellt und halbwegs talentiert ist, spielt sich sowas ja fast von selber, wenn man sich gut vorbereitet. Und wenn du deine Augen mal weniger auf deine ach so benachteiligte Seele richten würdest, sondern zur Abwechslung auch mal nach rechts oder links, dann wüsstest du das auch. Du weißt doch gar nicht, was es heißt, ein Fremder zu sein in diesem möchtegern kultivierten und zutiefst verlogenen Land. Entweder behandeln sie dich offensichtlich rassistisch, oder aber so, als würden sie mit deinem Minderbemittelten sprechen, damit sie sich ach so menschlich vorkommen. Oh, du kannst laufen, das ist aber toll. Und wow, zählen auch noch. Bravo. Und noch viel besser, deine Frau schlägst du auch nicht. Du bist ja ein ganz Integrierter. Wie kam es denn zur Idee für diesen Film? Okay, ganz kurz kann ich das leider gar nicht erzählen. Letztendlich, es gab nicht den Auslöser, es gab vielleicht unterschiedliche Erlebnisse, die zu dem Film oder zu der Idee geführt haben. Ein Erlebnis, was vielleicht am stärksten war, war tatsächlich eine Autofahrt, die ich von Wien nach Köln unternommen habe. Das war 2016 und wir sind an der Grenze zu Österreich, also wir waren auf der österreichischen Seite und wir wollten nach Deutschland rein und da mussten wir eine Stunde warten quasi und wir sind letztendlich nicht kontrolliert worden und ich war völlig ich fand es eigentlich krass, dass so eine offene Grenze, die für mich zum Selbstverständnis des Landes gehört hat, innerhalb von so kurzer Zeit es völlig genauso selbstverständlich wird, dass man da kontrolliert. Und ich fand es krass, wenn so Errungenschaften, über die man teilweise Jahrhunderte gekämpft hat, sich einfach so schnell auflösen. Das war ein für mich sehr wichtiger Faktor, also der Verlust der Selbstverständlichkeiten. Ein anderer Faktor war, ich hatte das Gefühl, dass 2016 sich das Land, die Stimmung im Land sehr verändert hat. Ich hab das Drehbuch in Köln geschrieben und ich fand, dass die Silvesternacht jedenfalls medial einen unglaublichen Einfluss auf die Paranoia und die Stimmung des Landes, hört sich so groß an, aber der Stimmung, die ich vernehmen konnte. Und genau, hinzu kommt es, dann gab es natürlich auch persönliche Bezüge, die eine Rolle gespielt haben. Ich komme aus dem Kosovo und lebe seit sehr vielen Jahren in Deutschland und es gab immer wieder Situationen, wo ich persönlich, sei es ich oder sei es mein Umfeld, nicht so sicher wusste. Beispielsweise, man bestellt sich ein Bier und man weiß jetzt nicht, hat er mich jetzt schräg angeguckt, weil er denkt, dass ich ein blöder Ausländer bin, oder hat er mich schräg angeguckt, weil er einfach einen schlechten Tag hat und alle schräg anguckt, oder habe ich selber einen schrägen Tag und empfinde ein Verhalten völlig normal, so.
Genau. Und das hast du ja gerade schon angesprochen, also genau, der Film hat ja eben, oder macht das ja sehr brillant, so diese Mischung aus, ne, dem Mobbing, aber auf der anderen Seite auch so dieser Befindlichkeit und was du schon meintest, eben dieses, bilde ich mir was vielleicht nur ein, genau, was findet vielleicht nur in meinem Kopf statt und genau, was war dir denn bei dem Erzählen der Geschichte besonders wichtig? Also wie sollte dieses Gefühl auch beim Zuschauer rüberkommen? Also mir ging es eigentlich, mir war sehr wichtig, dass ich mit allem, was ich konnte, die Figuren ernst nehme. Das heißt irgendwie auch, ich versuche wahnsinnig einfach zu sein und merke, je älter ich werde, umso wie schön die Einfachheit ist. Und ich merke immer mehr, je einfacher die Dinge für mich werden, umso komplexer werden sie. So. Und da für mich der Film sehr viel mit Latenzräumen und mit Wahrnehmung arbeitet und ich ist es einfach sehr, sehr schwierig, da wirklich Eindeutigkeiten zu haben. Und ich habe den Film oder die Figur immer als einen Prozess der Verunsicherung beim Versuch einer Vergewisserung quasi verstanden. Und so war es für mich zwangsläufig. Vielleicht was ganz interessant zu wissen wäre, ist, dass ich normalerweise hat man ja eine Storyline und man weiß, wohin die Reise geht und man macht ein Treatment, was so eine Vorstufe zum Drehbuch ist. Das alles habe ich nicht gemacht. Also ich wusste die Tonalität, ich wusste die Stimmung, die der Film haben soll. Und aber wusste gar nicht, was eigentlich mit der Figur passiert. Und es war mir sehr wichtig, dass ich so intuitiv wie möglich bleibe und dass ich wirklich so keinen Satz schreibe, ohne dass ich ihn in dem Augenblick für gut befinde. Und so habe ich dann das Drehbuch geschrieben. Ich brauche die Daten. Ja, natürlich. Und sobald sie fertig sind, kriegen sie die auch. Aber die sind doch schon fertig. Ja. Aber da muss noch was gemacht werden. Und was? Wie meinen Sie das? Was daran gemacht werden muss? Muss ich Ihnen jetzt meine Arbeit erklären? Dieses Spiel mit eben mit Sein und Schein, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also wie war das dann auch, also in dieser Figur zu agieren? Das kann man nicht beschreiben, weil, weißt du, du hast das, man hat das Drehbuch und die Szenen und das ist ja dann nicht, okay, wir nehmen uns jetzt das und das vor, weil man denkt ja über die ganze Geschichte und die Dinge, die dann passieren sie einfach und dann kommt ja natürlich auch noch das dazu, wie werden die Szenen geschnitten, wie ist der Film, welchen Rhythmus hat er und dadurch entstehen natürlich dann auch die Emotionen oder auch bestimmte Sichtweisen und dadurch heraus kann man dann Sachen interpretieren oder jeder Zuschauer interpretiert dann oder versteht dann für sich, wie was gemeint ist. Also von daher finde ich es ziemlich schwierig zu sagen, okay, so und so hast du es dann gemacht. I don't know. Guten Tag, ich bin Töcker Mokkenau. Guten Tag, Jaffa Kösio. Entschuldigung? Jaffa Kösio. Herr Kösio? Genau. Wir haben verschiedene Hintergründe. Manche von uns kommen aus anderen Ländern. Geschlossene Gesellschaft heute. Manche von uns aus anderen Kulturkreisen. Alles gut? Hey. Hast du jetzt auch vielleicht so unabhängig von eigenen Erfahrungen auch mit anderen Menschen darüber gesprochen, die sich halt in so einer ähnlichen Befindlichkeit, also sag ich mal, befinden wie die Hauptfigur? Also ich glaube, also wir sind eine ziemlich große Familie und haben natürlich viele Erfahrungen in dieser Form oder Erfahrungen, Fragestellungen dieser Form. Das ist das eine. Das andere ist, was ich gemacht habe, war, ich finde, dass das, Mobbing war auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Was ich gemacht habe, ist, dass ich mich sehr lange in Foren teilweise ein bisschen rumgetrieben habe und Foren, wo Mobbingopfer ihre Erfahrungen teilen und ich irgendwann das Gefühl hatte, das, was ich im Film habe, ist eigentlich eine sehr seichte Version. Also es ist erstaunlich, was man sich alles antun kann und teilweise mit so krasser Kreativität und also wirklich sehr, sehr perfide sozusagen. So, und diesbezüglich war das eigentlich so meine Recherche. Aber im Grunde genommen ging ich von Anfang an von einem völlig normalen, integrierten Menschen dieser Gesellschaft, der verunsichert wird.
Und beim Versuch, diese Verunsicherung zu deuten, sich immer mehr verliert. Und so. Ja, und ich sag mal so, das Mobbing, wie es auch im Film gezeigt wird, gibt es ja wirklich in allen Altersstufen, in allen, sag ich mal, Gesellschaftsschichten. Was glaubst du, woher kommt das? Also warum gibt es immer wieder Menschen, die andere mobben? Ob jetzt auf eine sehr direkte Art, auf so eine latente, subtile Art? Also was glaubst du, was sind da die Ursachen? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was die Ursachen sind. Es gibt irgendwie eine Sehnsucht nach einem Rudel, scheinbar. Es ist nur halt krass, dass wie schnell man in so eine Position reinrutschen kann. Also es ist scheinbar auch Menschen, die eigentlich nie solche Probleme hatten, plötzlich irgendwo abrutschen, wo plötzlich sie quasi das Opfer sind. Ich hab so von wirklich, also was man den Leuten auch ins Büro reingestellt hat, also verfaultes Essen irgendwo versteckt, damit es immer mehr stinkt, das waren eher so die seichten Varianten davon. Was glaubst du, warum gibt es immer wieder Menschen, die sich andere Menschen raussuchen, die sie halt jetzt irgendwie sehr direkt oder eben auch indirekt subtil schikanieren? Weiß ich nicht. Wo soll ich es wissen? Keine Ahnung, haben Minderwertigkeitskomplexe oder sind bösartig von Hause aus. Ich glaube, es gibt mannigfaltige Gründe, warum Menschen andere Menschen unterdrücken. Also unsere Welt besteht doch daraus. Und was würdest du vielleicht auch Menschen raten, die in so einer Situation sind, eben wie die Hauptfigur? Also dass man eben das Gefühl hat, okay, es sind jetzt irgendwie viele gegen mich, ich werde hier schikaniert, gemobbt. Also gibt es da vielleicht Mechanismen, wie man damit am besten umgehen kann? Schwierig zu beantworten, weil ich war in so einer Situation noch nicht und ich fände es jetzt vermessen zu sagen, mach dieses und jenes und dann kommst du da raus. Abgesehen davon wissen wir im Film ja auch nicht wirklich, wenn wir zuschauen, was ist Wahrheit und was nicht, was ist Realität oder was ist nur in seiner Fantasie vorhanden und zieht ihn da rein, wo er sich hineinbegibt. Also von daher, das ist schwierig zu beantworten für mich. Wäre ich quasi so einen Tipp zu geben. Es ist halt sehr, sehr schwierig und das ist auch die große Gefahr, dass man das dann sehr, sehr schnell persönlich nimmt. Und man darf sich da, also man verbringt, wie unser toller Herr Koch im Film sagt, man verbringt ja mehr Zeit mit Arbeitskollegen als mit seiner eigenen Familie. Und man ist quasi diesem Terror jeden Tag ausgesetzt. Insofern ist es sehr leicht gesagt, man darf es nicht persönlich nehmen, weil es genau auf das Persönliche abzielt. Ich weiß es nicht. Sie müssen noch unterschreiben. Ich möchte nicht. Bitte? Ich möchte die Kriminalpolizei hier haben und nicht zwei Pubertierende. Das habe ich jetzt einfach mal gehört, ja? Wir leiten den Bericht an die Kripo weiter. Ein Knallkörper ist in einem Kinderwagen gelandet. Das kann vorkommen. Ach ja. Und bei Ihnen? Ist es bei Ihnen auch schon vorgekommen? Nein. Was erzählen Sie dann für einen Scheiß? Hm? Wissen Sie, wie das ist, mit dem Baby vor dem brennenden Kinderwagen zu stehen? Nein, persönlich habe ich das nicht erfahren. Gut, dann halten Sie bitte den Mund und unterlassen Ihre dummen Witze. Entschuldigen Sie bitte, mein Mann ist etwas aufgebracht. Ich bin nicht aufgebracht. Ich bin ganz klar bei Verstand. Gut. Unterschreiben Sie bitte hier. Sind Sie überhaupt volljährig? Wenn Sie sich weigern... Nein. Doch, jetzt macht keinen Terz, unterschreibt das. Ja.